Hallo, liebe Angelfreunde, ich bin mal wieder in meinem Garten unterwegs. Das Wetter ist grausam und daher kann ich euch mal wieder etwas über selbst lackierte Spoons erzählen und unter anderem auch neue Formen, die ich gefunden habe, neue Rohlinge, die es wirklich Einsteigern noch leichter machen, mit dem Lackieren von Spoons zu beginnen. Hier ist meine normale Spoon-Box. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie ich sie hergestellt habe. Hier sind einige ältere Modelle drin, aber auch neue Spoons, die ich mir hergestellt habe. Und gleich kommen wir zu den neuen Formen, die ich gefunden habe, die ich vorher auch so noch nicht gefischt hatte, die mich recht begeistern und die einfach vorzubereiten sind. Und jeder Einsteiger, der damit beginnen möchte, Spoons zu lackieren, hat es mit den Teilen wirklich einfach. Ja, hier sind so die letzten Varianten, die ich lackiert habe. Unter anderem wieder dieser nette Effekt mit diesen, ja, gerissenen Streifen dadurch. Das lässt mich einfach nicht los. Ich lackiere hier wirklich viele Varianten. Aber gerade diese Effekte finde ich klasse und finden auch immer wieder Anwendung. Ganz egal, was für Modelle. Ich finde es ein schönes Farbenspiel. Die Farben sind dann auch UV-aktiv. Die Forellen finden es gut. Mit denen habe ich nämlich auch schon gefangen. Diese Variante hier brachte mir einige Goldforellen. Da werde ich wohl auch noch mal ein Foto von reinsetzen, damit ihr seht, dass sie nicht nur gut aussehen, sondern auch Fische bringen. Und wenn mal wieder im Angelparadies Escheldee mehr Saiblinge eingesetzt werden, wird das wahrscheinlich ein Favorit von mir werden, denn diese Farbe bringt immer ganz gut Fisch. Vor allem Saiblinge. Ja, und die werde ich dann mal antesten. Nun gut, das ist also die letzte Variante gewesen, die ich lackiert habe. Und jetzt komme ich zu den Sticks, die ich zum ersten Mal gefischt habe und die mir auch echt gefallen haben vom Lauf. Und diese sind halt für jeden Einsteiger einfach vorzubereiten. Denn bei diesen Sticks handelt es sich ja eigentlich nur um ein Stück Blech. Und dieses gerade hat keine Wölbung drin und lässt sich somit schön anschleifen. Ihr braucht da keine super feinen Arbeiten zu machen. Es reicht, wenn ihr halt dieses Stück Metall mit einem 180er Schleifpapier anschleift, schön entfettet. Das kennt ihr ja von meinen anderen Videos. Und dann mit einer Grundierung bzw. mit einem Primer, da nehme ich immer gleich einen weißen, vorweg lackieren und dann könnt ihr euren Farbwünschen freien Lauf lassen. Weil ich diese erstmal ausprobieren wollte, habe ich dann immer ein Teil schwarz lackiert, ein Teil mit einem UV-aktiven Lack versehen, hier in Pink, und die andere Seite genau entgegengesetzt, so dass, wenn dieser Köder sich um seine eine Achse dreht, und das machen die Teile sehr schön, dann kommt dieser Flick-Flack-Effekt voll zur Geltung. Wie gesagt, ich habe die Teile vorher noch gar nicht gefischt. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Einige haben damit schon gut gefangen. Und dann dachte ich mir, gut, hole ich mal diese Rohlinge und schau mal, was die bringen. Und selbst bei kleinster Führung, bei leichtester Führung, drehen die sich gut um die eigene Achse, brechen nach rechts und links aus. Und beim Spin-Stop taumeln sie um die eigene Achse und flattern richtig im Wasser hin und her. Also das muss die Forellen einfach wahnsinnig machen. Ich hoffe, ich bekomme die auch noch mal in einer etwas schwereren Variante. Da werde ich mit Sicherheit mir noch mal ein paar Exemplare lackieren und dann an der Küste den Meerforellen nachstellen. Denn die werden diesen Lauf auch sehr interessant finden. Und da werde ich dann auch mal von berichten. Ja, das war's auch schon. Also hier mal wieder ein paar neuere Modelle von mir, ein paar neuere Farbvarianten. Ansonsten meine alte Box kennt ihr ja schon. Es werden mal wieder immer neue Modelle. Es macht einfach Spaß,
diese Spoons selbst zu gestalten, so wie man sie haben möchte. Und ja, diese Köder hat halt kein anderer im Wasser, ne? Das ist dann eure Variante oder meine Variante, mit der ich fische. Das ist halt immer wieder schön, auf selbstgemachte oder selbst lackierte Köder Erfolg zu haben. Ja, das war's erstmal. Vielleicht sehen wir uns am Wasser. Angelparadies Esche ist ja auch meine erste Adresse, wenn ich nicht gerade mal wieder an der Küste bin, auf Meerforellenangel. Also in diesem Sinne, bleibt gesund und tschüss.